Die stationäre Therapie wird eingeleitet, wenn das Untergewicht bedrohlich ist und wenn über lange Zeit im ambulanten Setting keine Verbesserung eingetreten ist. Wir haben derzeit eine Warteliste und müssen immer entscheiden und auswählen, wer benötigt die Behandlung am dringendsten. Das ist keine einfache Aufgabe, aber so kommt dann die vollstationäre Behandlung zustande. Stelle ich mir eigentlich ganz schrecklich vor, das so entscheiden zu müssen, weil bedürftig sind ja wahrscheinlich alle, nur eben im unterschiedlich starken Maß. Ne? Es gibt schon Kriterien, die wir heranziehen. Vitalparameter, der körperliche Zustand, dann die Situation zu Hause, wie stark ist das Familiensystem jetzt belastet, sind Komorbiditäten dabei, wie Depression oder Suizidalität. Also es gibt schon auch feste Kriterien, anhand derer wir das besser entscheiden können. Die Betroffenen wissen ja oft sehr, sehr viel über Ernährung, über Kalorien, können das aber nicht richtig umsetzen. Es gibt ja auch Tischregeln, die eingehalten werden müssen bei Ihnen. Warum ist das so wichtig? Vielleicht sagen Sie erstmal, was sind das überhaupt für Regeln und werden sie vor allen Dingen auch eingehalten? Also die Tischregeln beinhalten zum Beispiel pünktlich zu den Mahlzeiten erscheinen, das Essen nicht nach Farbe, Form und Größe sortieren, das Essen nicht in die Serviette schmieren, sich angemessen am Tischgespräch beteiligen, in der Zeit die Mahlzeiten aufessen und weiteres. Diese Regeln haben wir getroffen, weil genau das sonst passiert. Und wenn Sie sich vorstellen, dass mehrere PatientInnen mit Essstörungen an einem Tisch sitzen, mit einer Pflegekraft und alle diese Regeln brechen, dann wird das nichts mit den Mahlzeiten, mit der Gewichtszunahme auf der Station. Und deswegen müssen auch diese Regeln eingehalten werden und werden auch von unserem Pflegepersonal durchgesetzt. Ich habe da mal so ein bisschen auf die Liste geguckt. Da steht zum Beispiel auch sowas drauf wie Joghurtdeckel abkratzen, keine Körner abkratzen, also es sind ja wirklich sehr detailliert beschrieben, was alles nicht erlaubt ist. Das kommt, da wir diese Verhaltensweisen beobachtet haben. Das heißt, also eine Essstörung ist ja die Angst vor Gewichtszunahme. Und ohne das persönlich zu nehmen, wissen wir, die Patientinnen beschäftigen sich den ganzen Tag mit dem Gedanken, wie kann ich diese Gewichtszunahme vermeiden? Eine Strategie wäre, ich nehme den Joghurt, schüttle ihn so kräftig, bis ein Viertel des Joghurts am Deckel hängen bleibt und schmeiße diesen Deckel nachher in den Müll. Also es wird wirklich versucht, jede Kalorie einzusparen. Im Extremfall besteht die Sorge, dass sogar Kalorien aus dem Lippenfegestift in die Haut und in den Körper eindringen können. Das ist dann schon eine fast wahnhafte Vorstellung. Aber wenn ein Mädchen mit diesem Verhalten anfängt, dann wird das natürlich auch von den anderen übernommen und deswegen müssen wir da relativ streng beim Unterbinden sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Mädchen sitzen da an einem Tisch? Bei uns ist es ja eine gemischte Station, das heißt, auf der Jugendstation zum Beispiel haben wir 17 Betten, davon sind ungefähr 6 Betten für Patientinnen mit Essstörungen reserviert und die restlichen Krankheitsbilder sind dann zum Beispiel Zwangserkrankungen, Schulabstinenz, also es ist eine gemischte jugendliche Gruppe. Und die essen dann alle zusammen? Die essen alle zusammen im Speiseraum an zwei unterschiedlichen Tischen mit jeweils ein oder zwei Pflegekräften. Das heißt, an einem Tisch sitzen nicht nur Patientinnen mit Essstörungen, sondern auch gemischt mit anderen, was sich auf die Dynamik beim Essen sehr, sehr positiv auswirkt, dass diese Gruppe gemischt ist. Also es ist aber auf jeden Fall immer noch ein Kampf mit sich, wenn die bei Ihnen dann gemeinsam essen. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schwierig für die Patientinnen. Nach dem Essen setzen die Schuldgefühle ein, das war zu viel, ich hätte noch irgendwas reduzieren können. Das Essen ist einfach wirklich schwierig für diese Patientinnen. Welche gesundheitlichen Folgen kann beispielsweise eine Magersucht haben? Zahlreiche Folgen. Im Grunde genommen ist jedes Organ von dem Untergewicht betroffen. Das ist besonders schwerwiegend in der Jugendzeit, weil bestimmte Entwicklungen nicht mehr aufgeholt werden können, wenn die Jugendlichen zu lange in der Jugendzeit im Untergewicht sind. Das heißt, die Knochendichte ist verringert und mit 50 gibt es dann die Osteoporose. Wir wissen von Gehirnveränderungen, die nicht mehr komplett reversibel sind, die auch noch nicht ganz eindeutig eingeordnet werden können. Es gibt Wachstumsverzögerungen, die nicht mehr aufgeholt werden können. Aber das eigentliche Problem ist, dass das Untergewicht an sich und die Dauer des Untergewichts die Prognose verschlechtert und über längere Zeit die Magersucht in dem Sinne tödlich endet, dass man dann irgendwann im Erwachsenenalter, wenn die Krankheit nicht besiegt werden konnte, entweder an den körperlichen Folgen verstirbt oder aber auch die Suizidrate sehr hoch ist, weil es einfach kein schönes Leben ist.
Den Eltern dabei helfen, ihren Kindern zu helfen. So die Überschrift einer Pilotstudie zur familienbasierten Therapie, kurz FBT, für Kinder und Jugendliche mit Magersucht. Ein wirksamer und international sehr gut untersuchter Therapieansatz baut vor allem auf das enge Einbeziehen der Eltern in die Therapie, gleich von Anfang an, was in vielen Therapieformen hier wohl zu kurz kommt. Dr. Verena Haas, was wird in dieser Pilotstudie nun anders gemacht, beziehungsweise was war der Anlass dazu? Der Anlass zur Pilotstudie war, dass wir diese Therapieform aus anderen Ländern gekannt haben und die guten Ergebnisse aus anderen Ländern auch in Deutschland replizieren wollten. Das heißt, die familienbasierte Therapie wurde Jugendlichen anstatt einer stationären Therapie angeboten. Wir wollten zeigen, dass auch schwer erkrankte Jugendliche mit Magersucht zu Hause erfolgreich behandelt werden können. Und das gelingt, indem man die Familie eben von Anfang an sehr stark mit einbezieht. Das war mir vorhin, wollte ich es noch sagen, habe es dann vergessen, aber ganz wichtig, es ist nicht immer die böse Mutter, ne? Was ja häufig so gedacht wird, ja, da stimmt doch zu Hause was nicht. Und wahrscheinlich das hat sich inzwischen gezeigt, dass es nicht immer so ist. Ich glaube, das ist eine Stigmatisierung und Falschannahme, die aus den 50er, 60er, 70er Jahren resultiert. Da haben Wissenschaftler Ursache und Wirkung verwechselt, das heißt Korrelation mit Kausalität gleichgesetzt. Wenn also eine Familie zu uns kommt mit einem Kind, das sehr lange nicht isst, bis zu einem lebensbedrohlichen Zustand, dann ist es ja ganz normal, dass die Mutter da überinvolviert und sehr, sehr aufgeregt ist. Das gleichzusetzen, die Mutter war schon immer so, das ist schlichtweg falsch. Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da aufklären und die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass man so nicht auf die Familien schauen soll. Was ja auch zeigt, wie wichtig es ist, wirklich die Familie von Anfang an in der Therapie mitzunehmen, damit das eben auch zu Hause funktioniert. Ich kann mich erinnern an eine Dokumentation, da hat ein Vater gesagt, ich musste zusehen, wie mein Kind am gedeckten Tisch verhungert. Werden also Eltern so ein bisschen zu sehr allein gelassen hier mit der Situation? Meiner Meinung nach ja. Im Moment findet die meiste Therapie adolescentenfokussiert statt. Das heißt, die Therapeuten treffen sich vor allem mit den Jugendlichen, die eben auch in unterschiedlichen Krankheitsphasen sehr unterschiedlich motiviert sind, gesund zu werden. Und aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, wie bei allen anderen Erkrankungen, auch Krebserkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, gerade bei Kindern und Jugendlichen die Eltern sehr, sehr eng einzubeziehen, aufzuklären, die Ressourcen zu stärken. Das hat sich wirklich als wirksam in dieser FBT-Therapieform in anderen Ländern bewiesen. Nun ist ja die Behandlung auch wahrscheinlich deswegen so schwierig, weil das, was andere als ein Problem sehen, für die Patienten als eine Lösung erscheint, an der sie festhalten wollen. Wie können Eltern da eingreifen? Also wenn wir gerade vorhin von der Mutter gesprochen haben, die natürlich totale Angst hat, wie reagiert man dann richtig? Also in unserer FBT-Therapiestudie werden die Eltern wirklich sehr, sehr engmaschig angeleitet, wie sie unterstützen können. Ein Beispiel ist es, die Erkrankung nicht so sehr mit dem Kind gleichzusetzen. Das heißt, ich möchte meinem Kind helfen, indem ich gemeinsam mit dem Kind gegen die Erkrankung kämpfe. Und die Erkrankung ist die Magersucht. Das ist dann manchmal schwierig für Eltern, das so klar zu kriegen und am Essenstisch einfach furchtbar konsequent zu sein. Einfach Mittel und Wege finden, wie das Kind zum Essen zu motivieren und zu bekommen ist. Aber das ist der Lösungsweg, die Eltern in die Lage zu versetzen, das Kind zum Essen zu bringen. Und das sieht aber für jede Familie sehr, sehr unterschiedlich aus, die Lösung. 30 Familien sind involviert in diese Studie. Die Studienplätze sind alle vergeben. Soll sagen, die Studie läuft ja bereits. Gibt es so Zwischenergebnisse, die Sie schon haben? Also die Zwischenergebnisse sind sehr, sehr vielversprechend. Wir haben in einer ersten Analyse zeigen können, dass über einen Zeitraum von 12 Monaten der Gewichtsverlauf ähnlich ist wie der von gleich schwer erkrankten stationär behandelten Jugendlichen und dass auch die Essstörungspsychopathologie, also die Essens- und Gewichtssorgen, sich gleichermaßen reduzieren, allerdings natürlich mit viel, viel weniger Zeit im Krankenhaus. Sind auch Jungs dabei? Ja, ungefähr 3 von 30. Aber das spiegelt wahrscheinlich auch in etwa so das Verhältnis wider, ne? Genau. 95% würde ich sagen, sind weiblich von den Betroffenen, die zu uns kommen. Auf welchen Zeitraum ist die Studie angelegt? Wir führen jetzt die letzten Nachuntersuchungen durch und die Studie wird in 3 bis 4 Monaten abgeschlossen sein und hat dann insgesamt ein Jahr beobachtet.
Eine Essstörung wie Anorexie, Bulimie oder Binge-Eating, also Magersucht, Essbrechsucht oder übermäßiges Essen, oder auch eine Mischform sind die häufigste und gefährlichste psychische Krankheit im Kindes- und Jugendalter. Die Heilung kann Monate oder sogar Jahre dauern und manche schaffen es nicht. Dr. Verena Haas, wie sind denn die Heilungschancen bei Essstörungen? Für mich ist eine Studie sehr eindrücklich gewesen, die das in Zahlen gefasst hat. Und es kommt natürlich darauf an, wen man beobachtet und wie lange man beobachtet. Aber diese Studie sagte, dass 30% komplett Gesunden, von denen, die sich mit einer signifikanten Essstörung präsentieren, 30% gesünder werden, aber das Thema sie nicht so ganz loslässt im Leben, aber die Betroffenen sind in der Lage, ein gutes, erfülltes Leben zu führen. Und bei 30% geht man von einem chronischen Verlauf aus, das heißt wiederholte Krankenhausaufenthalte. Und das Leben ist sehr, sehr stark von der Essstörung geprägt und eingeschränkt. Das heißt, 10% versterben auch wirklich dann daran? Von diesen 30% geht man von einer Mortalitätsrate von bis zu 10% aus, ja, über einen langen Beobachtungszeitraum. Nun spielt dabei ein Thema auch eine Rolle, was sehr schwierig ist, nämlich Zwangsernährung. Auch da kann ich mich erinnern, dass ich mal mit einer Betroffenen gesprochen habe, die gesagt hat, wenn meine Eltern mich damals nicht zwangsernährt hätten, würde ich heute hier nicht mehr sitzen. Das heißt, es ist wirklich dann oft die letzte Rettung? Das würde ich genauso sagen. Wir führen Zwangsernährung sehr, sehr selten durch, sollte es notwendig werden, aber wenn es notwendig ist, das heißt, wenn eine Patientin auf unserer Station über mehrere Tage nicht isst, dann greifen wir zur Sonde. Und ich denke, für die Betroffenen wäre es besser, wenn sich da die Scheu insgesamt in der Fachwelt auch etwas legen könnte. In Australien zum Beispiel, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, bekommen alle Jugendlichen mit Essstörungen in den ersten 10 Tagen eine nasogastrale Sonde, weil die Ärzte sagen, sie sehen doch, dass das Mädchen nicht essen kann. Das ist ganz normal, das ist etwas unangenehm, aber das dient eben dazu, die Ernährung sicherzustellen in Zeiten, in denen das Essen schlichtweg nicht möglich ist. Da muss man aber trotzdem vielleicht sagen, nur weil das Kind jetzt mal ein bisschen mehr aufs Essen achtet, man muss nicht sofort panisch werden, oder? Nein, bestimmt nicht. Ja. Also ich denke, wie gesagt, dieses Experimentieren mit Nahrungsmitteln, die Unzufriedenheit mit dem Körper, gerade bei jungen Mädchen, das ist auch wirklich normal. Vielleicht hilft es mit einer gewissen Sensibilität, die Lage zu beobachten. Und wenn man sich unsicher sein sollte, sich dann aber doch auch Rat zu holen, bevor man da aber das ganze Programm lostritt. Was ich mich so gefragt habe, ist, wie sieht das Therapieziel aus? Also einerseits, wenn ich Ihnen zuhöre, wie die Behandlungen laufen, dreht sich ja trotzdem weiterhin alles ums Essen. Also es steht ja nach wie vor im Mittelpunkt. Aber es soll doch auch genau das sein, was doch irgendwann wieder selbstverständlich werden soll, oder nicht? Also wenn Sie jetzt von der stationären Therapie sprechen, die ist ja begrenzt. Im Schnitt dauert die 4 Monate und in diesen 4 Monaten wird es kaum jemandem gelingen, die Essstörung zu bewältigen. Das heißt, die stationäre Therapie dient der körperlichen Stabilisierung und dem Erreichen des Normalgewichtes, weil wir wissen, dass ohne das Erreichen des Normalgewichtes die Gesundung nicht erfolgen kann. Das ist ein bisschen paradox. Jemand, der starke Probleme mit dem Essen hat, muss essen, um gesund zu werden. Aber so ist es, weil anders kommt man aus diesem Teufelskreis nicht raus. Wo müsste denn Ihrer Meinung nach mehr Präventionsarbeit geleistet werden? Wie gute Prävention im Bereich Essstörung zu leisten ist, darüber ist sich die Fachwelt uneinig. Manchmal sind da auch Bedenken, dass man junge Mädchen überhaupt erst auf diese Möglichkeit hinweist und so möglicherweise auch Schaden anrichtet. Also das ist etwas, das kann ich nicht wirklich gut beantworten. Ich würde mir wünschen, dass in Schulen Präventionsarbeit betrieben wird, relativ unspezifischer Art, nicht gegen Essstörungen, sondern wie nutze ich soziale Medien so, dass sie bei mir nicht zu einem schlechten Körperbild führen, dass ich mit einem guten, positiven Gefühl mit meinem eigenen Körper durchs Leben gehen kann und wie ich mich dagegen schädliche Einflüsse aus der Umwelt doch gut schützen kann. Ganz kurz noch die Frage, sollten denn Mädchen ihre Freundin darauf ansprechen, wenn sie den Eindruck haben? Ich denke ja. Wir raten immer, dass das Umfeld, wenn sich jemand Sorgen macht, die Betroffenen auch anspricht. In dem Sinne von, hör mal, ich habe dies und jenes bei dir beobachtet in letzter Zeit. Irgendwie mache ich mir Sorgen. Was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Die Vorstellung, dass jemand durchs Leben geht, eine Essstörung entwickelt und niemand was sagt, die ist einfach seltsam. Auch wenn Unsicherheit besteht, denke ich, dass man es auf diese Art und Weise ansprechen kann.